Schmankerl, Schmäh und Shoppingspaß war das Motto des 7. Straßenfests in der Seestadt. Und genau das wurde auch geboten. Großteils von Seestädter Shops und Restaurants. Musikalisch gab es Programm von Blasmusik über DJ Alex List bis hin zu Liedermacher Ernst Molden. Perfekten Frau, mit der, wo ich liegen bin seinerzeit, drückt am Strand in der Lobbahn. Seestadt TV bringt euch ein Best-of vom Straßenfest. Begonnen hat unser Tag mit dem Theaterstück Lebensbögen. Heute machen wir Stationentheater. Das ist ein Theater, wo wir mit dem Publikum, Schauspieler und Schauspielerinnen, mit dem Publikum durch die Seestadt gehen und von all den Frauen erzählen, die die Namensgeberinnen der Seestadtstraßen sind. Ich habe dir etwas mitgebracht. Sieh, ein sehr kostbares Buch. Die Kunstgeschichte Deutschlands, ganz neu erschienen. Du bist da drinnen. Maria Sibylla Merian. Ein ganz großes Kapitel ist dir gewidmet. Sie. Wir sind die Klaviergalerie und sind mittlerweile 6000 Quadratmeter groß in Wien, weil wir ganz, ganz viele Proberäume, Veranstaltungssäle bis hin zum Erbersaal in der Mühlgasse haben. Auch im 4. Bezirk, im 6. Bezirk in der Maria-Hilfer-Straße haben wir einen Standort. Der Hauptstandort ist die Kaiserstraße 10, die Klaviergalerie. Und wir eröffnen ganz bald hier in der Seestadt auch 8 Übungsräume und auch einen Veranstaltungssaal, den man eben mieten kann und sich dort austoben musikalisch. Wir sind von Neumassage, also nach vorne, haben wir ein Studio. Und heute machen wir ein Angebot auf Schnuppenmassage, 15 Minuten, 15 Euro als Schnuppen. Einmal kennenlernen. Na, als Bezirksvorsteher der Donaustadt ist es mir eine große Freude, hier am inzwischen 7. Straßenfest in der Seestadt zu sein. Und man merkt, jedes Jahr wird es größer, jedes Jahr wird es schöner. Heute an einer neuen Location. Im Hintergrund hört man die begeisterten Kinder. Da spielt sich viel ab. Die Seestadt ist ein Erfolgsmodell und auch das Straßenfest wird von Jahr zu Jahr schöner. Ich soll den Apfel essen. Na gut, wir sind von der Seeseitenbuchhandlung und ja, ich bin die Schwester von Johannes, vom Besitzer, und wir haben hier einen Bücherflohmarkt. Das heißt, wir verkaufen Bücher, so Restexemplare und Bücher, die vielleicht so eine klitzekleine Macke haben oder so, und kann man günstig erwerben hier. Wir sind von den Ackerhelden und wir haben verschiedene sozial-ökologische Infrastrukturprojekte und vor allem auch hier in der Seestadt machen wir zwei sehr spannende Projekte, dass wir einmal Bio-Gemüsegärten anbieten. Da kann man so gesehen als Nutzer, Nutzerin sich eine Parzelle, einen Gemüsegarten mieten. Und wir stellen so gesehen verschiedene Kulturen bereit. Und wir machen auch ein anderes Projekt mit dezentralen Gärten, heißt das. Und das ist so verschiedene Hochbeete, die wir aufgestellt haben. Und da kann man halt, das ist ein Fremderntekonzept eigentlich, dass man mit verschiedenen Nachbarhäusern kümmert man sich halt um diese Hochbeete. Und man kann aber auch als Passantin einfach halt dort ein bisschen pflücken gehen. Ich bin der Leo, der Trainer aus dem Gate 9. Wir sind das Fitnessstudio in der Seestadt. Ja, wenn ihr ein Gym sucht, dann kommt zu uns. Wir haben heute eine kleine Challenge für euch vorbereitet auf dem Seestadtfest, ja. Wir haben ein Rudergerät, da gilt es 250 Meter zu rudern, so schnell ihr könnt. Der Schnellste, der heute vorbeikommt, kriegt 3 Monate gratis bei uns. Ja? Jeder, der mitmacht, kriegt eine gratis Tageskarte, wo er sich mal das Gym anschauen kann. Wir sind der Turnverein Seestadt und wir machen Programme für Kleinkinder, Kinder, Muttis, Erwachsene, sehr sportliche Wiedereinsteigerinnen. Und für die, die immer jung bleiben wollen. Also wir haben auch eine Riege, die heißt Für immer jung. Das ist dann für die 45- bis 65-Jährigen, also alles dabei. Heute ist das 7. Straßenfest in der Seestadt. Wir sind sehr glücklich, dass wir Corona überstanden haben und das Fest noch immer existiert. Und es ist schöner und größer, als es angefangen hat, und so soll es weitergehen. Wir sind das Jugendzentrum Seestadt oder Jugendarbeit Sie, und wir machen heute Buttons. Genau, mit unserer coolen Buttonmaschine.
Wir sind der Verein Seestadt Grün und versuchen, mehr Natur in die Stadt zu bringen, und zwar in die Seestadt. Mit Baumscheiben und mit Sandstreifen am Hanna-Arendt-Platz und auch hier hinter mir begrünen wir die Sandflächen und versuchen, Leute zu motivieren, dass sie auch bei uns mitmachen und mitgießen. Ja, es ist ein ganz buntes Programm hier im Straßenfest. Wir sind hier mit einem Infostand von der VLMA, wo wir versuchen wollen, noch mehr Menschen einfach für unser Angebot zu begeistern, entweder im Unterricht oder in Grüppchen oder in großen Ensembles zu musizieren. Uns interessiert so ein bisschen, wie die Leute sich in der Seestadt fortbewegen, also welche Verkehrsmittel sie nutzen, was ihre Wege sind, die alltäglichen, wo es vielleicht Lücken gibt im Verkehrsmittelangebot, solche Aspekte. Und dafür machen wir Befragungen oder wir nutzen eben verschiedene Tools, um den Leuten auch ein bisschen diese Werte, also zum Beispiel CO2-Belastung, um das den Leuten näher zu bringen. Und ja, genau. Etwas abseits vom eigentlichen Fest im sogenannten Flederhaus gab es die Ausstellung Proximity and Distance, kuratiert von Katharina Dimitrova, zu sehen. Ausstellungsstücke von 10 zeitgenössischen KünstlerInnen sind hier noch bis 10. September zu sehen. Einen sehr schönen und spaßigen Abschluss zum Fest bildete die Silent Walking Disco. Durch Aspern-Seestadt begeben wir uns auf eine lange Reise, nämlich tanzend durch die Stadt, durch die Hinterhöfe, durch die Gassen, dort, wo man gar nicht so oft sich aufhält. Vielleicht gehen wir im See, um den See, vielleicht gehen wir auch in die Pampa, dort, wo das ungebaute Aspern quasi ist. Wir lassen uns einfach treiben. Wir schauen, vielleicht lädt uns auch wer ein zu sich nach Hause. Wir machen jetzt eben Party.